wir sind wieder da. Ja, und wir haben die Grand Finals. Was haben wir hier im Gepäck? Was dürfen unsere Zuschauer jetzt hier gleich erleben? Banger Best of Five. Banger Best of Five. Im Zweifel sogar noch ein zweites. Ja, wahrscheinlich. Was meinst du? Kickt Nice den Resetchen. Ah. Er hat eine sehr starke Performance gezeigt. Ich glaube, es ist drin. Es, ich glaube, es ist schwierig drin. Abzusehen. Aber wir springen direkt rein, finden und können es rein. Eieiei. Wurde jetzt hier noch die Drohung von Niceface. Sollte Ruven auf der Plattform campen, dann campt der mit seinen Projektilen. Ja. Gibt er gar nichts drauf, Leute. Ja. Und wir sehen, bis jetzt stimmt das auch. Oh. Starke Kombos hier zum Anfang direkt. Wir sehen sofort den Käse, ne? Da kommt der Cheese, ja, ne? Mit der Down, ja. Ein bisschen weiter links und das war's. Ja, aber Ruven teilt hier richtig gute Hits aus. Ja. Oh, das war's? Nein, knapp nicht. Nicht ganz. Kann er nochmal recover mit der Bombe auch? Ja. Schön. Dangerous Becker da. Oh, die Bombe verfehlt. Das war's. Ja, das war's. Oh, oh. Kommen da die Nerven durch? Der erste. Sie erfahren es in der nächsten Folge. Von diesem Turnier. To be continued. Einfach ausmachen und rüberschreiben. Nein. Also, ich sag mal so. Wir haben jetzt ein Stock-Lead natürlich für Ruven. Aber. Das ist das andere, worüber wir auch geredet haben kurz davor. Was im Game davor sehr nice war, ja, war genau das. Diese Reverse und dann wieder rein mit dem Boomerang. Ja, genau. Aber Chrom hat die Tools, um damit klar zu kommen. Der, ja, hat seine Aerials, hat seine Nair, seine Vorräder. Ja. Der hat seine Upbeat vor allen Dingen. Und all das. Oh, schöne Air-Dodge-Meter da ganz schön kurz. Und into back, ja. Das sind keine guten Trades hierfür. Er holt sich gegen Niceface hier wirklich einen starken Lead und finisht hier den nächsten Stop. Ruven ist on fire und er spielt nicht mal Ike. Ja. Und das Ding ist. Oder Roy. Ist es wichtig, dass er sich jetzt früh hier absetzt, um wirklich Niceface einfach Druck zu machen. Ja. In der Begegnung. Nice. Jetzt funktioniert das nicht mehr mit, ja, wenn du auf der Plattform campst, dann campe ich dich aus. Der hat ein Stocklead, das wird schwierig. Ich muss sagen, Chrom hat irgendwie gefühlt deutlich mehr Tools als Ike davor. Ja, auf jeden Fall. Um dagegen zu arbeiten. Natürlich. Ben könnte jetzt auch seinen ersten Stock mal hier verlieren vielleicht. Tut ja, er auch. Schön mit der Bombe. Das war eine schöne Kombo, muss ich sagen. Wieder die Stärke von Niceface, die Edge Guards mit der, ja, Bombe. Er weiß genau, was er da tut. Ja. Die Edge Control. Okay. On point. Der ist jetzt in seinem letzten Stock. Ruven erst. Er hat keinen Jump, aber es ist okay. Schwierig. Er ist schon wieder auf 80% und ein Chrom kann da, glaube ich, auch higher finishen normalerweise. Chrom. Oh! Habe ich gerade drüber geredet. Und dann finisht er ihn aber über der Edge. Wir haben die ganze Zeit Niceface so gelobt, ne, dass er so gut an der Clan-Kante spielt und dann, ja, lässt er sich einfach wegsaugen. Ja. Hat sich einfach wegsaugen lassen. So ein, ja, blutiger Anfänger. Das war verdient, dass er sich verloren hat. Ne? Ja. Eindeutig verdient in die Lage. Ja, es ist das erste Game. Er kann noch zurückkommen. Wir haben schon Reverse Sweeps gesehen. Okay, aber das war eine dominante Performance von Ruven. Das war schon. Man merkt diesmal, ne, in den Games davor hatte er vielleicht, ja, das Lenker in der Hand, vielleicht auch Matchup-wise. Ja. Aber jetzt. Ruven sitzt, ja, da oft am Gashebel, ja, und er hat, ja, keinen, ja, Lust, da loszulassen. Ruven hat gefühlt echt viel Druck aufgebaut. Also auch jetzt schon wieder hier. So dominant. Dieser Druck unter Plattform, wir haben darüber geredet, wie Niceface, ja, Druck kreieren kann, indem, ja, er sieht, wann die Ressourcen aufgebraucht, ja, werden. Chrom braucht das gar nicht, der macht seinen Druck einfach so. Ja, ich muss sagen, also die Kombos, die sitzen, das tut so weh. Kann er mit der Bombe nochmal da zurück? Muss er zum Glück nicht, aber. Das ist eine so cleane Performance von Ruven an gerade. Das, ja, ist ja jetzt insane. Ist er an der Kante. Jetzt kann hier vielleicht mal. Oh, das war's. Link. Er kann abbiegen. Link. Er kann. Oh. Oh, schön. Das, als er nach dem Arrow da hinterher springt, das war, ja, so risky, ne? Das war wirklich risky, aber Ruven er muss. Er muss da hinterherkommen. Er muss jetzt anfangen, Druck zu machen. Ja, wir sehen jetzt wieder ein bisschen an der Kante, wird gestochert. Und Ruven zieht will, dass sie safe spielen. Der will einfach den Kill machen, deswegen er safe, ja, grabs. Er will hier nicht noch mehr Damage bekommen, bevor er sich da. Ja. Da, Dippo-Rang, ja, wir haben es gesagt. Die Aerials von Chrom sind da super, ja, gegen. Ja. Mal sehen, was für Adaption wir jetzt hier von beiden Seiten sehen werden. Erstmal sehen wir ein bisschen mehr Damage. Ich glaube, Nice dachte sich, er hat ein bisschen wenig schöne HP. Schöne Kombos. Zu wenig Prozente hier und Chrom hat ihm anscheinend zugestimmt und geht da direkt Ham. Da ist Dippo-Rang endlich. Ne, und es sind ist halt wieder so an der Kante. Oh, nicht weit genug, hat nicht die Rolle gecovert diesmal. Das ist jetzt close gerade. Auf Augenhöhe. Denn das Normal-Get hat direkt an der Kante. Das ist, ja, das ist ein Moment, der auch wahrscheinlich, ne, da ist man nervlich. Du weißt, wenn das da richtig gereadet ist, dann kriegst, ja, du eine F-Nish, dann war's das. Boah, das tut richtig weh hier. Boah, er geht raus, risky. Oh. Aber er holt
Hat den Kill geholt. Rufen hat den Konter sehr spät, hat den Konter spät gesetzt. Ja. Niceface dachte, da kommt er noch unter durch, aber es war nicht ganz ausreichend. Ja. Und das heißt, es wird jetzt wieder eine Aufholjagd in Terms of Stocks hier. Was die Stocks angeht. Der Spieler ja. Und Rufen spielt das sehr patient. Aber Rufen zeigt hier wirklich eine richtig dominante Performance. Und setzt Niceface richtig hart unter Druck. Ja, jetzt kassiert er noch ein Double bisschen. Aber solange er jetzt nicht geäftelt wird oder so. Genau, da sehen wir, ne, was du kannst, kann ich auch. Und da sehen wir die B-Reavers auch von Rufens Seite. Um das Landing zu verstehen. Empty ja. Jump. Oh. Das tut alles weh. Ja, aber das sollte er noch recovern können. Oh, die Bombe. Überlebt er, überlebt er. Da kommt der Arrow. Oh, er hat Jump. Ja, er kann das abbiegen. Reicht. Oh, das reicht. Ja. Er wollte. Und der F-Tilt wieder, der F-Tilt wieder. Wunderbar, direkt im Grab. So es ist noch. Die Finals hier, nice, das ist eine gute Aktion, aber er ist noch behind und Chrom hat Blutlust, habe ich das Gefühl. Ja, ich sag mal so, tut, er geht das. Da wirklich auch aggressiv einfach jetzt in den Nahkampf und versucht das hier zu entscheiden. Muss er hier vielleicht auch, das ist jetzt keine angenehme Situation, bis jetzt sind die Trades gut für ihn, er macht ein bisschen mehr Damage, als er da erhält. Ja. Und es, er ist auch so in hohen Prozenten, Prozente bedeuten nicht mehr so viel. Aber er ist hier definitiv in Killprozenten, wenn ihn die richtigen Moves treffen, war es das. Schönes von der Ledge aufkommen da mit der Bombe. Kann da sehr viele Hitboxen erzeugen. Oh. Interessanter Upsmash, aber es funktioniert. Ja. Die Becke ist nicht ganz genug. Da geht er wieder raus, versucht ihn zu punishen, kriegt ihn aber nicht. Und jetzt. Das ist das 2-0. Ja. Es war wieder eine Option, die hat er häufig versucht, dieses von der Kante runterspringen und holen. Aber das ist genau das, wogegen es verliert, wenn der Gegner da steht und einfach einen Tilt reinhaut. Das ist super, wenn der Gegner irgendwie weiter vorne steht, springt oder so. Ja. Aber in der Situation hat das leider nicht funktioniert. Oh. So. Und jetzt gehen wir auch zu drastischen Maßnahmen. Jetzt kommt der Musik-Counterpick. Aber wir können uns wieder über Momentum unterhalten. Ich würde behaupten, am Ende des letzten Sets ist das Momentum schon leicht wieder zurück in Richtung Niceface. Das war zumindest mehr so dominant auf Rufens Seite. Das stimmt. Können wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Ob sich das in das Set über der Battlefield. Das kann natürlich sehr schmerzhafte Kombos bedeuten für Niceface. Ja. Durchrufen. Hat kein Double Jump, aber nimmt den Upset Punish. Rufen weiß da, er will da nicht Offstage bleiben. Wenn er da gereadet wird, ist er tot. Wenn er da gereadet wird, kriegt er einfach ein bisschen Damage. Ja, aber das ist ein starker Beginn von Niceface. Will sich früh den ersten Stock sichern und damit das Tempo jetzt auf der Karte hier bestimmen. Und solange funktioniert es auch. Die Nerda, um den Advanced zu stoppen und das war's. Das war's. Der Pfeil! Oh, nevermind, schöne Recover. Und es ist immer noch Chrom, der hat explosiven Damage. Wenn er da an genau an sowas kommen darf, dann kann das sehr schnell sehr schmerzhaft werden. Oh, der. Da fliegt er aber relativ hoch. Ja. Bombe nochmal gelegt. Oh, schön abgewartet. Ja. Geht da gar nicht erst hoch, der will da nicht die Situation verlieren. Niceface bleibt da einfach unten stehen. Will das runterkommen punishen, aber es funktioniert nicht. Alles entspannt für beide Seiten hier, ja. Ja, beide kommen wieder rauf. Oh, das hätte vielleicht gefährlich sein können, aber da ist der Kill. Okay, das sah am Anfang schlimmer aus, als dann am Ende sich rausgekommen, wo ist. Ja. Man hat noch gut Prozente machen können. Oh, der Aber Dings man muss jetzt aufpassen, dass er nicht zu viel kassiert. Natürlich, natürlich. Da kommt er unter der Neutral durch, mit seinem Downtilt, der Niceface da. Okay, die Hits. Aber er ist noch nicht ganz an den Prozenten, die Rufen da haben möchte, um diesen Kill zu erreichen. Ja. Ich glaube, er ist jetzt auch nicht in den Prozenten für die Cheese Jab F-Smash mehr. Also muss er jetzt tatsächlich mal ehrlich dafür arbeiten. Oh, schön. Das wäre ein Re-Grab gewesen, ne, weil er da geletztrumpt wurde. Er ist als zweites reinkommen. Und hat dann auch versucht, aggressiv reinzugehen, aber das hat leider Rufen gut punishen können. Abbruch gut punishen können. Da hat Rufen anscheinend vergessen, dass da eine Kugel lag. Oh, Rufens Recoveries könnte ich den ganzen Tag. Ja, der Pfeil connected auch. Er hat noch die Bombe in der Hand. Aber hat er auch einen. Alter. Er ist einfach ein Kind des Schicksals. Oh, da ist die Bombe. Die Bombe kam einfach direkt zurück. Back to sender. Okay. Er hat den Stock bekommen, but at what cost? Ja, das ist jetzt knapp hier. Jetzt muss Rufen sich auch wirklich fast uncontested einen Stock holen, damit er noch das Spiel für sich entscheidet. Aber das sollte machbar sein. Wir haben schon gesehen, wie er Stocks hier klaut. Oh, ja. Hashtag wie er Stocks klaut, ne? Ja. Er ist wirklich hier relativ stark unterwegs. Ja, von beiden natürlich häufig eine starke Performance, aber oh. Das ist das, worüber wir auch geredet haben, ne? Ja. Im Set gegen SDN hat er die Paar richtig gereadet gehabt.
Ja, bis jetzt noch nicht den großen Treffer gehabt. Ja. Hat er wieder Kantenkontrolle? Und das war's wieder. Ah, er hat den Turnaround nicht hinkriegt. Aber er kriegt ihn trotzdem mit der Vorwärter. Okay, okay. Mit dem. Fast ausgeglichen. Im Nachsetzen. Jetzt wird's richtig interessant nochmal. Das ist ein Matchstock für Niceface hier. Ja. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt das Game hier wieder in die richtige Richtung drücken möchte. Bis jetzt ist sehr ruhig, noch nichts Explosives von keiner der Seiten. Pre-Patch wäre es jetzt gewesen, da hätte er einfach in die Api kommen können, duben, und dann wäre der Wert als zweites gestorben. Ja. So, Riven kassiert ja aber richtig viel Schaden. Uwen hat, ja. Man darf nicht vergessen, er musste sich noch einen Stock davor holen. Ja. Und killen ist nicht so leicht. Ach, die Bombe! Killt nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Früher jumpt diesmal. Abi killt auch nicht. Aber es resettet die Situation wieder. Er ist wieder auf der Kante. Okay, er ist zurück auf Stage. Und jetzt Druck fürs von seiner Seite. Mehrfach. Das war's! Nee! Das reicht! Oh mein Gott, Alter! Uwen! Oh. Mein Herz! Oh, jetzt aber! Jawohl! Oh mein Gott, Klatsch! Holt er sich den Sieg da wieder mit dem Check-Chase. Sieg knapp! Das sind einfach beides hier fucking Räuber an unserer Seite. Hier. Ist das sagen? Das. Wie NSFC, wie sind wir hier im Stream? Das ist schlimm, ist das. Ich kann mir das nicht erklären, wie das immer so knapp werden kann.